Zufrieden, das wäre zu viel gesagt, selbstverständlich. Aber ich glaube, wir haben eine Kampagne geführt, alleine. Die Mitte, ohne eine gemeinsame Liste. Und man hat jetzt festgestellt, wie stark ist eine gemeinsame Liste. Wir hatten damals im 2016 das gemacht, mit Erfolg. Diesmal, das ist auf die linke Seite, man hat viel Erfolg mit einer gemeinsamen Liste. Das bedeutet jetzt, die erste Wahlgang ist gemacht und wir haben eine neue Dynamik, vielleicht neue Allianz und so weiter, vorzubereiten für den zweiten Wahlgang. Das ist ein wenig jetzt die Lage. Heißt es, dass die Mitte sich dafür einsetzt, dass im zweiten Wahlgang auch eine Art bürgerliche Listenverbindung entsteht? Ich hoffe es, aber ich bin nicht der Präsident der Partei, ich bin nicht in den Verhandlungen selbst, aber ich hoffe und ich rufe, wie man sagt, j'en appelle à eine gemeinsame Liste, eine Allianz, etwas, die Recht ein wenig stärker in der zweiten Wahlgang. Vor 5 Jahren sind Sie im ersten Wahlgang gewählt worden mit dem besten Resultat von allen Kandidaten. Jetzt sind Sie recht weit unten auch von den Bürgerlichen. Wie erklären Sie sich das? Aber eben im 2016 gibt es eine Allianz und diese Allianz hat uns oben gestoßen und jetzt, und es gibt noch einige Differenzunterschiede zwischen den Kandidaten. Diesmal, das hat nicht gebracht und wir finden wieder diese Unterschiede in der Liste zwischen den Kandidaten. Ich glaube, ich könnte nicht zu viel in Detail gehen. Das bedeutet noch eine tiefere Analyse und das habe ich noch nicht gemacht, selbstverständlich.